Ja, Professor Kolleritsch, herzlich willkommen im Studio von Vollberg Live. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen uns heute nochmal wieder um das Thema Impfen unterhalten. Wir kommen nicht darum herum. Wir hatten vor ein paar Monaten das Thema, da ging es noch eher darum, wie sicher ist die Impfung, wie können wir die Menschen davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Das hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert. In den letzten Wochen lässt die Impfbereitschaft merklich nach und das hat dazu geführt, dass jetzt vermehrt auch der Ruf danach kommt, ob man nicht doch eine Impfpflicht sich überlegen sollte. Da gibt es aus den verschiedensten Bereichen schon Vorstöße. In Vollberg zum Beispiel hat man sich jetzt entschieden, dass Neueinstellungen im Gesundheitsbereich ab 1. September nur noch geimpft eingestellt werden. Es gibt natürlich auch weitere Bereiche, wo das diskutiert wird. Ist eine mögliche Impfpflicht auch im Sinne von Ihnen als Experten und auch in der Kommission, in der Sie ja noch nach wie vor sind, was wird da zu diesem Thema gesprochen? Und grundsätzlich, glaube ich, muss man dieses Thema ein bisschen differenziert betrachten. Erstens einmal, es gibt bestimmte Bereiche, in denen eine Impfpflicht durchaus vernünftig ist, nämlich überall dort, wo der Person, die geimpft sein soll, andere Personen anvertraut sind, die im Fall einer Corona-Erkrankung nicht nur zu Schaden kommen könnten, sondern auch daran sterben könnten, also zum Beispiel eben im Gesundheitsbereich. Da halte ich das für legitim und muss auch sagen, dass ich es auch schon von Seiten des Berufsethos und Personen, die in diesem Bereich beschäftigt sind, eigentlich für selbstverständlich halte, dass sie sich impfen lassen. In allen anderen Bereichen muss man schon prüfen, ob es wirklich notwendig ist, eine Impfpflicht zu verhängen. Ich bin kein großer Freund der Impfpflicht, weil sie eigentlich immer mehr Widerstand erzeugt, als sie Nutzen bringt. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Bereich hernehme, wie die körpernahen Dienstleister, wenn ich da jemanden dabei habe, der sagt, nein, ich möchte mich aus persönlicher, religiöser oder welcher immer Überzeugung nicht impfen lassen, so habe ich eine Alternative nach der berühmten 3G-Regel, in dem Fall 2G-Regel. Ich kann ihm sagen, du lass dich dreimal in der Woche testen. Das ist genauso sicher, wie wenn du geimpft bist. Und damit haben wir keine Probleme. Mhm. Wenn das jemand bereit ist, über lange Zeit durchzuziehen, hat er meinen Segen. Mhm. Jetzt ist aber